Boah, das ist ja der Wahnsinn. Das sieht von außen gar nicht so groß aus. Seid gegrüßt zu einer neuen Episode. Keine Ahnung was oder wie ich sie nennen soll. Ich stelle euch einfach einen Spieleladen vor. Das letzte Mal, als das passiert ist, war ich noch bei meinen Anfangs- oder ja, Babyschritten mit dem Kanal. Da habe ich vor etlichen Jahren mal hier in der Nähe bei uns einen Spieleladen vorgestellt von dem lieben David. Ich habe immer noch Kontakt zu ihm. Und diesmal war ich in Stuttgart bei meinem Bruder zu Besuch. Und letztes Mal, als ich da war, nicht dieses Mal, sondern letztes Mal schon, waren wir bei einem Spieleladen, der mich weggehauen hat. Wirklich weggehauen hat. Und ich war da ziemlich unvorbereitet. Da meinte mein Bruder, komm, wir fahren jetzt zu einem Spieleladen. Der ist ein bisschen außerhalb Stuttgarts, aber jetzt auch nicht allzu weit weg, 30, 40 Kilometer. Und der Spieleladen ist der Hammer. Waren seine Worte. Ich so, ja, okay, wird schon irgendwie passen. Werden da ein paar Spiele sein und so ein 10 Quadratmeter kleiner Laden, so, was sollte mich da schon erwarten? Okay. Also waren wir da. Ich rede jetzt vom letzten Mal. Und als ich da reinkam, dachte ich mir so, wow, was geht denn hier ab? Was ist denn hier los? Und der Laden ist richtig, richtig, richtig schön. Er ist schön groß, er ist schön sortiert und die Leute oder beziehungsweise der Inhaber auch, super nette Menschen. Also wirklich, wirklich. Und ich sag mal so, ich kriege jetzt nichts dafür oder habe auch nichts gekriegt, dass ich das jetzt so erzähle, wie ich es erzähle. Es ist wirklich mein eigenes Empfinden und so, wie ich das wahrgenommen habe. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es an der Sache, das werde ich aber auch noch erläutern. Aber an sich wirklich ein super Laden. Ich habe ein bisschen was aufgenommen dieses Mal, als ich da war. Und ich durfte sogar, was auch nicht abgesprochen war, da hat der Chef einfach gesagt, ja, komm mal mit, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Da hat er mich auch nach hinten zum Lager gebracht und hat mir da so ein paar Sachen gezeigt. Und da ist mir erst so das Ausmaß von allem so klar geworden, weil das ist einfach gigantisch. Und der Typ macht das seit 30 Jahren, so wie er mir das gesagt hat. 25, 30 Jahre hat er, glaube ich, gesagt. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Aber das sehen wir gleich sowieso alles. Ich möchte euch auf jeden Fall den Laden vorstellen. So, aber bevor ihr jetzt... Also ich habe auch ein paar Sachen gekauft. Preis war mega fair. Also mehr als fair. Und ich sag mal so, ich würde diesen Preis definitiv nicht bei privaten Leuten kriegen. Und er ist ein Laden. Und trotzdem hat er diesen super Preis gemacht und ich habe auch die Verhandlungen nicht aufgenommen, weil ich der Meinung bin, dass das ist eine private Sache. Bei Geschäften ist das eine private Sache. Wenn ich auf dem Flohmarkt von einem Privaten ein Spiel kaufe, dann ist mir das persönlich egal, ob das jetzt jemand mitkriegt oder nicht. Aber bei einem Geschäft sollte das doch wirklich zwischen den beiden Leuten bleiben. So viel dazu. Ich werde auf jeden Fall, nachdem ich so ein bisschen Footage gezeigt habe, ein bisschen ein paar Aufnahmen gezeigt habe, ich habe ein bisschen mit ihm gequatscht. Das war jetzt wirklich alles so spontan. Also ich habe zwar vorher Bescheid gegeben, habe gesagt, wäre es cool, wenn ich so ein bisschen aufnehme, aber da war nichts irgendwie geplant oder was weiß ich was. Und wir haben einfach ein bisschen gequatscht. Ich habe einfach ein bisschen mein Handy gezückt. Also erwartet jetzt auch nicht so die Bombenqualität, aber das seid ihr ja bei mir gewohnt. Also von dem her ist das alles so wie immer. Und auch wackelige Kameras so ein bisschen zurück, so alte Zeiten, um die alten Zeiten willen so. Und ja, genau, das wollte ich noch sagen. Bevor ihr jetzt, also wenn ihr die Aufnahmen seht, bevor ihr jetzt losrennt oder beziehungsweise die Leute, die in der Umgebung Stuttgart oder halt im Süden. Erstens, das erste Wermutstropfen ist, der Kollege hat nur samstags auf. Und das auch wirklich nur für 5 Stunden. Also samstags von 10 bis 15 Uhr sind seine Öffnungszeiten. Zweite Sache, was dem einen oder anderen eventuell sauer aufstoßen könnte, bei mir war das nicht der Fall, denn, da komme ich auch noch zu,
Das Zweite, was dem einen oder anderen sauer aufstoßen könnte, ist, die Preise dort sind nicht aktuell. Sprich, wenn du da jetzt zum Beispiel, ich sag, also ihr werdet gleich bei den Aufnahmen sehen, ich habe da auch oft auf die Preise so ein bisschen, damit man ungefähr sieht, was die Sachen dort kosten. Aber als Beispiel, wenn ihr dort jetzt hingeht und sagt hier, ich möchte diese Super Nintendo in Originalverpackung im Top-Zustand für 120 Euro kriegen, dann wird das wahrscheinlich, ich sage wahrscheinlich, weil das liegt natürlich immer im Ermessen des Inhabers, aber wahrscheinlich wird er sagen, du, der Preis ist nicht mehr aktuell, den habe ich vor 3 Jahren dahin geklatscht, ich muss jetzt erstmal nochmal schauen. So, das heißt, das kann passieren, muss nicht, kann aber passieren, dass er dann sagt, statt den 120, die dort ausgeschildert sind, möchte ich gern 150 haben, als Beispiel. Das sind alles nur Beispiele. Denn bei dem einen oder anderen, bei mir hat er das gemacht, aber ich fand das nicht schlimm, denn es war immer noch fair, das nur zugesagt. Ja? Also, ist in Wendlingen, war das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, der Laden, hat nur samstags auf. Ich wiederhole, nur samstags auf, von 10 bis 15 Uhr. Und auf jeden Fall ist er auch auf Facebook erreichbar. Ich werde ihn auf jeden Fall verlinken. Und über WhatsApp erreichbar. Und ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wenn ihr in der Nähe seid oder keine Ahnung und ihr wollt mal vorbeischauen, macht das. Definitiv, es lohnt sich definitiv. Aber wie gesagt, behaltet die Sachen im Hinterkopf, nur samstags auf, und es kann sein, dass er bei der ein oder anderen Sache sagt, du, das ist nicht mehr der aktuelle Preis, da muss man nochmal schauen. Aber wie gesagt, trotz allem super, super fair. Ja. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal Footage an, schauen so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen was editiere oder nicht. Es ist, ich mag es, wenn das alles so, ja, roh, also so wirklich so, wie ich da reingegangen bin und so weiter und so fort. Vielleicht klatsche ich ein bisschen Mucke dahinter oder so, dass das nicht allzu langweilig wird. Aber viel Spaß jetzt mit den Aufnahmen. Ich habe schon wieder viel zu viel geredet. Meine Stimme verschwindet. Und nach den Aufnahmen werde ich euch zeigen, was ich da gekauft habe. So, ab zu den Aufnahmen.
Anders musst du dann irgendwas vorbereiten. Ne? Ja. Wo kommt die her aus? Mein Bruder kommt aus Hannover. Ja, das ist unbedingt hier aus. Was, welche Lehre war das schon? Welche gibt es noch? Ich bin ja immer so ein bisschen da. Andi. Ja, aber der hat, glaube ich, auch so eine jüngere. Im Moment Figur, der hält sich jetzt gerade auf die Bühne. Ja. Das ist auch ein guter Mann. Wir spezialisieren uns eigentlich, schwierig, wenn man viel online ist. Amazon. Ja gut, online ist ja... Das hat das Lärm gerettet, über Corona-Zeit. Ja, online A und O, das stimmt. Das stimmt, ja. So eine Vitrine willst du nicht loswerden, ne? Das ist alles so Reste. Ne? Ja. Ah, das habe ich, weißt du, was immer überall sich bei mir war, immer auch Schilder und was weiß ich, überall liegt was. Ich bin auch so, wie so, ich kann mich nicht trennen von manchen Sachen irgendwie. Wenn ich irgendwann mal aufhöre, dann... Bist du auch selbst Sammler? Nee, nicht mehr? Nee. Oder gar nicht? Ich war noch nie. Du warst noch nie Sammler? Ich habe nicht mal gespielt. Okay. Aber ich habe, ich mache das über 30 Jahre schon. Ja. Und, ja. Ich kenne mich einfach an dem, ich kenne mich aus einfach, weißt du, ja, was ich meine? Okay. Das muss man so sagen, wirklich. Ich mache viel Flohmarkt, Messen und... Auch auf so Börsen bist du auch dabei? Nee, noch nicht. Habe ich mir noch nicht so rangetraut. Irgendwann mal vielleicht. Ja. Man, ja, wir sind sehr stark. Yu-Gi-Oh! Pokémon. So. Und der Laden heißt jetzt GameShop 66, oder? Nee, GameShop heißt er. Das ist GameShop 66, ist unser Amazon-Name. Das ah, okay. Hat was damit zu tun, dass wir früher in einem Ladengeschäft in Kohantek waren. Ja. Und die Hausnummer war 66. Und ich bin da sehr kreativ. Da habe ich die 66 genommen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Klar. Weil GameShop gab es ja, da gab es auch damals eine Schaltschrift von GameShop, weißt du, was ich meine? Ja, aber das hat nichts mit Games Workshop zu tun, ne? Nee, das ist wieder was anderes. Nee, GameShop, das hat sich irgendwie halt so auskristallisiert damals. War ein guter Name und ja. Magst du sagen, wo ihr liegt, die Adresse und. Wir sind in Wendlingen, Höhenstraße 73. Wir haben auch vor der Türe eigene Parkplätze, also wahrscheinlich gar nicht aufgefallen da vorne. Aber die Parkplätze, die vorne? Meine. Ach, da dürfen nur wir... Genau, wenn ich da halt GameShop draufstehe, dann parkt da jeder, aber nicht meine Kunden. Ich sag, wir haben verschiedene Produkte, das hat ja vom Retro, vom von alt bis neu, ne? Ich hab's gesehen, Atari hast du da, bis PS5, ne? Genau. Deswegen machen wir auch, schließen wir auch nicht, weil wir einfach noch zu viel Altzeug haben. Ja. Und, wie gesagt, auch Neuware teilweise noch. Aber da immer auf Anfrage. Genau, das Set habe ich in der Werbung gesehen, soll glaube ich 850 Euro. Genau, ne? Das ist eigentlich ein Preis, wo jetzt nichts aufgeschlagen ist, sondern. Genau, das ist ein Bundlepreis. Hm? Genau, 500 Euro die Konsole. Das ist eine andere Konsole, wo du jetzt gehen hast. Aber 500 Euro, da kommen dann die vier Spiele dazu, da kostet jedes Spiel 70 Euro ja. Und Zubehör. Also deswegen, das passt schon. Ist, ist ja nicht verkehrt, ja. Nee, wir schlagen da nichts drauf. Also wir gehen das so weit nur, wir kriegen halt vom Großhandel. Leider, der drückt uns halt auf der Hause. Ich meine, alle wollen leben, weißt du, was ich meine? Natürlich. Das ist die erste PS5, die ich in freier Wildbahn jetzt gesehen habe. Du hängst alles vor. Okay. Also guck mal her, das ist zum Beispiel eine Strommarktware. Nur das wir müssen voll. Also, ja, oh ja. Ja, das sind nur Konsolen dahinter. PS5. Konsolen. Ja, ja. Wir kriegen auch schon wieder welche. Ja, es ist schon interessant für uns. Also das siehst du, das ist nur Flohmarktware, wie gesagt, speziell. Ja. Wo dann über den Flohmarkt rausgeht. Oder hast du PS1 ist das, was hinten ist, alles, ja? Weil ich bin hauptsächlich PS1-Sammler. PS1 ist soweit alles. Also Konsolen, das haben wir wieder mit. Ja, Konsolen, dabei. Die brauche ich nicht. Und so eine Leuchtreklame, willst du so eine Leuchtreklame loswerden? Weißt du, das Problem ist, was bietest du mir? Ich höre mir da immer erstmal gern den Preis des Verkäufers an. Ja, okay. Ja, okay. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Das sieht von außen gar nicht so groß aus. Boah. Zum Beispiel, wir haben Sachen wie das Laptop-Verkäufer. Alter Schwede. Wenn du das in Deutschland noch findest, dann bist du gut. PlayStation 3 Controller. Original, ja. Nicht diese Fake für 15 Euro. Genau. Original. Das sind Tonnen. Also das ist ja der Wahnsinn. Das sind Mengen da. Das gibt es nur hier. Hier, guck mal. Das ist Chinesisch, aber es sind Original. Ja, auch Memory Cards sehe ich da. Ja. Ja, original. Alles original. Alles noch da. Ja, hier sehe ich auch. Man weiß gar nicht, was da alles ist. Eine N64 Pikachu für 130 ist eigentlich auch relativ fair.
ist alles, da liegen noch viel mehr, da liegt Ware rum. Das ist das Problem ist, das ist Flohmarktware. Weißt du? Das ist doch keine Flohmarktware hier. Das ist Flohmarktware. Okay. Ja, meine Flohmarktkunde hat auch gute Ware. Ja, natürlich. Das gut, das, da hast du auch recht. Hier Pikachu. Aber die Preise, das muss man alles immer, ich muss das immer rausbekommen. Ja, ja. Also sowas hier. Hier random einfach mal ein paar. Ah, das ist ja irgendwann. Big Boxen. Irgendwann muss ich mal gucken. Ich muss das alles rausbuschen. Da liegt wahrscheinlich. Also sorry, Müll rum. Müll in Anführungszeichen. Ich wollte gerade sagen. Ich muss grad, ja, da. Aber es ist interessant. Alter Schwede. Filme? Die liegen in der Garage, wo kein Mensch, weil keiner sie will. Also ich liege da 16 Kisten, aber ich komme nicht. Ich habe keinen Platz. Ich habe einfach keinen Platz. Wow. Wir haben auch viel Zubehör, weißt du noch, was weiß ich, für so alte Konsole. Das kommt da auch ab und zu, weißt du, wo die Leute fragen, hey, das ist mal ein Netzteil, da haben wir noch einen Zoll. Ach guck mal, da liegen auch noch Super Nintendo gepackt hier rum. Tatsächlich noch. Und NES dahinter, Gott, was der da alles rumliegen hat. Also ich würde mich nicht wundern, würde mich nicht wundern, wenn ich hier jetzt irgendwie so noch einen Virtual-Boy so irgendwie. Nee, ich weiß gar nicht. Also wie gesagt, das ist nur ein kleines Lager. Wir haben noch ein anderes Lager, das ist interessant. Wow. Also da ist halt eine Neuware, da liegt rum. Ja, ja. Blind. Auch konsolentechnisch. Also wie gesagt, wir haben echt einiges da. Krass. Also wie gesagt, PlayStation 3 Konsole, falls jemand sucht, wir haben neue Masse. Masse, sage ich. Ab 100 Stück gibt es immer Sonderpreise. Okay, ich verstehe, okay. Das ist kein Spaß bei mir. Also so in der Richtung, in diesen Mengen, solche Mengen reden wir, ja. Genau, Vitas haben wir noch da in Mengen. Ja, doch. Hast du hier irgendwo einen Rule of Rose liegen? Ich weiß gar nicht. Aber das ist so Schöne ist ja, die sind ja quasi fast schon nach dem ABC so, ne? Das macht meine Frau immer, Gott sei Dank. Aber ja, es ist auch, ich muss sagen, langsam auch aussortiert. Du weißt, ich habe die guten Sachen, das geht langsam auch weg. Oder ja, so. Klar. Ich habe mir halt die guten Sachen irgendwann rausgezogen, die wo halt original verpackt waren. Das muss ich dazu sagen. Das habe ich dann wohl woanders. Ja, ah, okay. Die original. Da haben wir auch noch ein bisschen Schätze drauf. Aber hier liegt überall irgendwas. Yeah, also Gamecube, das ist alles hier. Der Bruder, der will seine Augen noch, der will das tolle Zeug. Ja, das sind schon schön, dass da überall liegt irgendwo was, weißt du? Genau, was ich da alles finde, das ist voll cool. Das ist schon, also echt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, mit so einer Menge, sag ich mal. Du sagst ja immer noch, das ist noch nicht alles. Nee, da gibt es noch viel mehr. Krass, krass. Brauchen wir aber heutzutage irgendwie, wenn du was den Leuten bieten willst. Ja, klar. Ein bisschen was habe. Weil sonst, die kommen mit einem Maser, das ist ein Schlamperlade, da geht nicht mehr rein. Ja, ja. Es gibt auch, wie gesagt, Konkurrenzläden, wo das halt ist. Gehst einmal rein und dann hast du 10 für deine 10 Jahre. Genau. Wenn du hier bist, dann hast du halt immer dasselbe da stehen. Entdeckst dann doch ein paar Sachen, weißt du, was ich meine? Und meistens fragen die Leute halt, dann hol ich halt immer raus. Ja, ja. Gut, dann drehe ich hier nochmal eine Runde, komme ich gleich wieder. Ja, hallo. Pokémon. Ja. Ja. Meine Kunden. Mega Man 5 für 25 Euro. So, was war Mega Man 5 für 25 Euro haben wir bezahlt, ne? Ja. Warte mal.
Wir hätten nochmal 10 Stück da, aber, da hast du gruseln müssen. Aber er hat es gefunden. Ja, gut. Den Deal, wie gesagt, ich bin kein Freund davon, dass man, wenn man in so einen Game-Shop geht und so Videos macht, dass man da irgendwie die Verhandlungen mit aufnimmt. Das muss nicht sein. Ne? Ich kann aber sagen, das war mehr als fair. Definitiv. Ich kann mal kurz zeigen, oder nee, ach, das mache ich später. Ich wollte nur Danke sagen, dass ich hier auch filmen durfte, dass ich hier ein bisschen gucken durfte, auch hinten und so weiter, so ein bisschen reinlinsen konnte. Auf jeden Fall, ich war, wie gesagt, ich war letztes Mal schon, als ich meinen Bruder besucht habe, waren wir hier. Und jetzt waren wir wieder hier und nächstes Mal, wenn ich ihn wieder besuche, kommen wir auf jeden Fall nochmal. Ne, so ist es nicht. Dann nehme ich vielleicht auch so ein Schild da mit. So ein Schild mit. Wenn der Preis passt. So eine Vitrine. Ja, so eine Vitrine, genau. Also ein genau. Was anderes zu holen zum Reinstellen. Jetzt habe ich das, also dann komme ich mit einem Anhänger und dann nehme ich das alles mit. Ja, super. Also vielen Dank. Und ich werde die Adresse und alles natürlich nochmal einblenden, auch, obwohl du das schon mal rein gesagt hattest, aber trotzdem blende ich nochmal alles ein. Ich muss halt nur sagen, wir haben nur samstags geöffnet. Genau, nur samstags geöffnet. Aber gut. Man findet doch immer mal. Also ich finde, da findet hier jeder irgendwas. Du gruschst so lange, bis du irgendwas findest. Also hier liegt so viel, also genug Material rum. Und wenn du nichts findest, dann geh hin ins Lager und hol dir das raus, was du suchst. Ja, genau. Das Lager haben wir ja gesehen, war jetzt auch nicht klein. Nee. Okay, wunderbar. Dann danke und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Dann. Ciao. Tschüss. Jetzt bin ich populär. Ich bin populär. Aber hast du das? Ja, da sind wir wieder. Ihr habt es gesehen, ein bombastischer Laden, wirklich toll sortiert und schaut vorbei. Ich kann wirklich nur meine Empfehlung aussprechen. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich gekauft und auch geschenkt gekriegt habe. Geschenkt gekriegt ist jetzt aber nicht, weil ich ein Video gemacht habe, sondern das lag da einfach frei zum Mitnehmen. Deswegen. Und zwar gab es da 3 Steelbooks gratis zum Mitnehmen. Einmal für WWE 2K20, die Steelbook. Die sind natürlich leer, aber trotzdem. Dann für Total War Warhammer 3 die Steelbook. Und ich glaube, das ist für NBA Mamba Forever 2K21. Zack. So, die gab es gratis zum Mitnehmen. Das war schon mal die eine Sache. Dann fangen wir an. Und zwar ist das Mason Wars. Für 60 Euro, kann man das erkennen? Ja, so ein bisschen. Also Mason Wars für 60 Euro ist mittlerweile auch, hat mir noch in der Sammlung gefehlt, ist komplett in einem schönen Zustand. Ja, ist auch ein Titel, der gut und gerne mal für 80, 90 bis 100 Euro weggeht. Geht auch mal für 60, 70 weg, aber dann fehlt da meistens die Anleitung oder die sehen nicht mehr so schön aus. Mason Wars fürs Mega Drive für 60 Öcken, beziehungsweise sogar noch weniger, denn er hat das alles nochmal zusammengerechnet und nochmal gebundelt. Das einzige oder 2 Sachen hat er, glaube ich, erhöht. Aber da komme ich gleich zu. Aber da kann man auch nicht wirklich von Erhöhung sprechen. Also, Mason Wars für 60 Euro. Dann Doom 64, aber nur das lose Modul. Die Verpackung, die Anleitung fehlt mir, glaube ich, noch. Die Verpackung hatte ich schon da. Die habe ich günstig gekriegt. Und da hat mir halt das Modul noch gefehlt. Und er hatte das Modul für 15, glaube ich, war es ausgeschildert. Und er hat es dann auf 25 erhöht, was aber immer noch unterer Durchschnitt ist. Ne? Und deswegen, das war ein Titel, was er erhöht hat, aber ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Ja? Habe ich jetzt dadurch endlich das Spiel. Ja, die Anleitung fehlt noch, aber die Verpackung kann endlich ins Regal. Dann ein weiterer Titel. Tony Hawk's Skateboarding für die N64. Da hatte ich auch... Oh, da fehlt ein Inlay. Ah nee, das ist ja so eine Verpackung mit integriertem Inlay. Ne? So war das genau. Das Modul gab es, glaube ich, für 15. Fand ich auch super fair. Und das Spiel ist jetzt auch im Regal. Die Verpackung kann endlich weg vom Pile of Shame, von den leeren OVPs, wo ich noch ein paar habe. Dann kommen wir zu 2 Highlights. Dann war es das auch schon.
Ach, ich fange mit dem einen an. Und zwar ist das Odama für die GameCube. Und das Odama hatte hier so ein Preisschild, das habe ich so ein bisschen versucht abzukriegen, aber ich wollte jetzt nicht weiter drauf eingehen, damit die OVP nicht beschädigt wird. Da war ein Preisschild mit 24 Euro drauf, aber die 24 war durchgestrichen, ja. Und ich habe das auf den Tisch gestellt so, und hat er sich das angeguckt und meinte, oh, das ist ja noch sealed. Und Tatsache, das ist noch nicht geöffnet worden, ja. Das ist hier immer noch sealed. Und da hat er so ein bisschen geguckt am Rechner und meint so, wie sieht's aus, wärst du mit 80 einverstanden? Habe ich gesagt, ich denke, im Bundle kriegen wir das hin. Ich glaube, für 40, 50 so geht es in dem kompletten Zustand weg und das Ding ist sealed. Aber im Endeffekt glaube ich, durch den nächsten Titel, was ich noch dazu gepackt habe, sind wir dann letztendlich doch bei ungefähr 50 Euro dafür gelandet. Und ja, Odama sealed. Ne? Das Ding ist noch neu. Hat mir noch gefehlt. Und warum nicht gleich sealed holen? Ja. Auch wenn ich kein Sealed-Sammler bin. So, jetzt kommen wir aber auf jeden Fall zum Highlight. Und zwar hatte der da noch irgendwie eine Vitrine, wo er meinte, ja, kannst du auf jeden Fall gucken, aber die Preise dort sind halt auch nicht aktuell und so weiter und so fort. Habe ich gesagt, ja, kein Thema, ich gucke einfach mal durch. Und da habe ich einen Titel gefunden, was ich unbedingt haben wollte, weil ich hatte es vor längerer Zeit leider auf einer Börse verkauft und wollte es unbedingt wieder haben. Und die Rede ist von Mega Man 5 für den NES. Komplett in einem schönen Zustand, ja, für einen NES-Titel, gemessen an den Standards. Das Ding ist wirklich tipptopp. Ich werde jetzt nicht verraten, was ich dafür bezahlt habe. Sonst kann man sich ein bisschen ausrechnen, was ich insgesamt dafür bezahlt habe. Und das wollte ich nicht. Auf jeden Fall, ich kann dazu sagen, das war ein sehr, sehr, sehr fairer Preis. Ja. Und insgesamt habe ich wirklich einen Preis bezahlt, wo ich sage, wie gesagt, ein Privater würde mir das nicht zu diesem Preis geben. Vielleicht noch so wenn jemand so ein Bro-Deal, so unter Kollegen, Sammlerkollegen, ja. Aber ansonsten nicht. Und das ist das, was ich wirklich dem Kollegen hoch anschätze, der versucht, so ein Spagat zwischen Business machen und zwischen glücklich machen und Business machen. Glücklich machen der Sammler und Business machen, ja. Und das funktioniert. Also wirklich, wie gesagt, geht dahin, schaut euch das an, immer im Hinterkopf aufbewahren. Er kann die Preise auf jeden Fall erhöhen, ist natürlich sein gutes Recht. Also geht nicht dahin, seht ein Spiel, oh, das Ding kostet nur 20, aber im Internet 50 und geht hin und pocht auf diese 20 Euro. Das wird nicht funktionieren, ja. Seid fair. Und dann wird er auf jeden Fall auch fair sein zu euch. Ja. Gut, das waren die Sachen, die ich da gekauft habe von dem Laden. Und ja, ich bin mehr als glücklich, vor allem über das Mega Man und über das Sealed Odama. Und ja, ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick kriegen können über den Laden. Ich werde dann natürlich alles noch unten verlinken, seine Facebook-Adresse, Adressen generell und so weiter, wo ihr ihn findet und so weiter und so fort. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Lieben Gruß an euch Jungs. Vielen Dank nochmal für den tollen Vormittag da. Wird wirklich Spaß gemacht. Und das nächste Mal, wenn ich meinen Bruder besuche, werde ich auf jeden Fall nochmal bei euch vorbeischauen. Das steht außer Frage. Und Da mich sowieso kaum jemand anschaut, wird da wahrscheinlich sowieso noch das ganze Zeug rumliegen. Also von dem her mache ich mir keine Sorgen. Nein, Spaß. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Retrojäger.